Hallo, einen wunderschönen guten Morgen von der Tomatenmama. Ich habe gerade Sport gemacht. Wieder kurz und knackig mein Programm. Ganz viele haben gefragt, was ich genau mache. Also ich trainiere ja gerne mit YouTube-Videos, das habe ich ja schon erzählt. Also im Moment mache ich gerne Heat oder HIT. Das sind ja so ganz kurze Einheiten. Also 10, 12, 15 Minuten dauert das nur und dann aber volle Pulle, dass man danach so tomatig aussieht. Also das finde ich ganz gut, dass es so kurz ist, da kann ich das mal ganz gut einbauen für den Alltag. Länger habe ich eigentlich auch nicht so viel Zeit dann. Also Johann und Clara sind jetzt schon in der Schule. Die wurden schon hingebracht und zwar von einer lieben Nachbarin. Also wir wechseln uns ja immer ab mit den Kindern hin und zurückfahren. Elisa schläft noch. Die süße Maus ist, glaube ich, so eine kleine Langschläferin, so wie ich. Das hat sie von mir. Aber heute wird ein toller Tag für sie, weil sie heute in den Kindergarten kommt. Also heute ist ihr erster Kindergartentag. Es hat sich ja jetzt so ein bisschen hingezogen. Bei ihr hat das nicht sofort nach den Sommerferien angefangen. Aber jetzt beginnt sie mit der Eingewöhnung. Ich muss mich gleich mal duschen. Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Wer hätte es gedacht? Sie ist aufgeregt. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Offensichtlich ist das auch nicht so geplant, dass sie ein bisschen länger bleibt, weil die Eingewöhnung erst um 10 Uhr anfängt und der Kindergarten ist schon bekannt dafür, dass er eine sehr langsame Eingewöhnung macht. Finde ich ganz gut, also dass sich das Kind und auch die Eltern genug Zeit nehmen, um sich eben dran gewöhnen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es bei Elisa so lange dauern wird, weil sie kennt ja die Gruppe schon. Also sie hat ja auch schon während ihrer Kleinkindergartengruppe da ab und zu reingeschnuppert. Also ich mache mich jetzt erstmal fertig. Ich werde mich duschen. Dann wecke ich die Elisa, dann kriegt sie noch ein bisschen Frühstück. Und dann geht's auch schon los zum Kindergarten. Und ich dachte, ich nehme dich heute wieder ein bisschen mit. So aufregende Tage nehme ich dich immer gerne mit. Wenn auch was passiert. Wuschelig. Also ich konnte jetzt in Ruhe duschen. Elisa schläft immer noch. Obwohl sie ja hier nebenan ist, direkt mit ihrem Zimmer. Aber ich denke mal, wenn der Kindergarten wieder richtig losgeht, dann hat sie auch wieder eine ordentliche Routine. Weil im Moment bleibt sie auch abends immer noch so ein bisschen länger wach. Es ist bei ihr noch so ein bisschen Ferienfeeling. Genau, also bei ihr hat es quasi noch nicht so richtig angefangen mit dem Alltag. Ich habe auch ein neues Spielzeug. Guck mal, weißt du, was das ist? Also ich benutze ja schon seit Jahren. Was ist das denn jetzt? Ganz unten das hier. Und zwar ist das ja eine Haarentfernungsspirale oder Epilierer, wie man das auch nennen mag. Also das ist so eine Spirale. Und dann muss man das so machen. Und dann kann man sich damit die feinen Flaumhärchen hier oben entfernen. Das mache ich wirklich schon eigentlich fast immer so. Also falls du noch meine Beauty-Videos kennst, dann kennst du auch diese Routine hier. Also man muss das immer so mit beiden Händen drehen. Und dann waren wir letztens auf so einem Markt, wo Menschen ihre Sachen verkaufen können. Und da habe ich eine Frau gesehen, die das verkauft. Das ist auch eigentlich dasselbe Prinzip. Es ist auch so eine Spirale, es ist aber viel feiner und dünner. Und ich brauche nicht mehr zwei Hände, sondern kann das einfach so machen. Hörst du das? Kann man das hören? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zieht das eben auch die ganzen Haare raus. Und das ist super praktisch. Ich war so begeistert, als ich diesen Stand von ihr da gesehen habe. Ich glaube, sie musste an diesem Tag ganz schön viel Überredungskunst haben, um den Leuten ihr Produkt irgendwie vorzustellen. Aber ich habe das nur gesehen und ich wusste, ich muss das haben. Sie musste mir auch nichts erklären. Ich bin nur dahin gegangen und meinte, ich möchte das haben. Und dann meinte sie, ja, möchten Sie das jetzt einfach haben? So, ja. Nein, das ist echt toll. Also sehr, sehr toll. Falls du auch mal so einen Stand siehst, ich kann dir den auch unten einmal verlinken, den habe ich auch gesehen. Kann man auch online kaufen. Also damit kriegt man diesen ganzen Flaum hier weg. Tages-Make-up habe ich jetzt auch noch schnell aufgetragen. Jetzt bin ich fertig und bereit, um in den Tag zu starten. Und heute ist ja Sonntag. Also wenn das Video online geht, dann ist Sonntag. Also gehen heute auch wieder Videos von Johann und Clara online. Ich wollte mich nochmal bedanken. Seit dem Ankündigungsvideo von Claras Kanal habe ich so viele, oder hat sie, ich hat nicht, sondern sie hat ganz viele liebe Nachrichten bekommen.
Vielen, vielen Dank dafür. Sie hat sich super mega doll gefreut. Sie freut sich immer noch super mega doll darüber. Danke für die Unterstützung. Also die süße Maus würde am liebsten jeden Tag, Videos drehen. Johann auch. Aber ich schaffe es nicht, so viele Videos zu schneiden. Also auch das Video, was heute online gehen wird auf ihrem Kanal, das hat sie auch in den Sommerferien gedreht. Also da hatte sie wirklich ganz viel Lust, Videos zu drehen. Und ich werde jetzt quasi nach und nach diese Videos schneiden. Ich komme sonst einfach nicht dazu, aber ich glaube, jeden Sonntag ein Video, das schaffe ich noch zu schneiden. Und die beiden freuen sich auf jeden Fall schon riesig darauf, dir das zu zeigen. Also schau gerne vorbei. Ich verlinke dir das wieder in der Infobox. Und jetzt werde ich die kleine Elisa aufwecken. Ich glaube, wir müssen langsam los. Die kleine Schlafmütze, zumindest wenn sie auch noch was frühstücken möchte. Ist ja eine kleine Frühstücksmaus. Das hat sie wiederum vom Papi geerbt. Mal gucken. Schnuppelädchen. Guten Morgen, meine süße Maus. Oh, endlich wach. Schon mittags. Und weißt du, was heute ist? Kindergarten. Und Kindergarten und Turnen. Ja, und Turnen, genau. Turnen ist auch noch was. Nee, tanzen ist heute nicht. Elisa kennt schon ihren Terminplan. Es gibt Kindergarten, Turnen, Tanzen. Für ein Kleinkind schon ganz schön viele Termine. Ich mache einmal Gardinen auf, kommt ein bisschen Licht rein. Komm mal langsam. Ich packe jetzt noch einmal schnell ein paar Wechselklamotten für Elisa ein. Also eigentlich braucht sie nichts im Kindergarten. Sie braucht keine Trinkflasche. Sie braucht nichts zu essen. Das gibt's da alles. Aber ja, Wechselklamotten, ne? Falls sie im Matsch spielt und dann alles schmutzig ist. Das kennen bestimmt alle Mamas. Ist bestimmt schon vielen passiert. Unterhemd, Socken auch immer. Ganz wichtig. Also heute wird sie es wahrscheinlich noch nicht brauchen, aber sie haben im Kindergarten alle so ein Fach, wo sie dann ihre Sachen reintun können. Deshalb werden wir das jetzt schon mal mitnehmen. Ist immer gut, wenn ja, ich das schon erledigt habe. Nehmen wir ein T-Shirt mit, Langarmoberteil. Okay, das reicht jetzt erstmal. Wir sind mal wieder ein bisschen spät. Wie ich das wieder geschafft habe, weiß ich auch nicht. Dann sind wir jetzt bereit. Es kann losgehen. Süße Maus ist unten, ist noch ein Knäckebrot. Guck mal, Elisa ist schon schick gemacht. Zeig mal, Elisa, wie schick du bist. So willst du dein Knäckebrot zeigen? Knäckebrot kannst du auch zeigen. Aber Frisur sitzt schon. Ich möchte das nicht. Du möchtest das nicht? Doch, ne? Schmeckt doch ganz gut. Knäckebrot. Dieses trockene, knackige Ding. Verstehe nicht, wer so was mag. So, ist noch auf. Komm, dann schieß ihn an. Kinderschrank. Elisa, freust du dich? Kindergarten? Kindergarten. Yeah, Kindergarten. Was ist heute noch? Kindergarten? Tanzen. Nee, nicht tanzen. Turnen. Turnen, genau. Turnen ist heute noch. Eieieiei. Heute ist wieder viel hin und her gefahren. Ich bin auch froh, dass ich Johann und Clara nicht hinbringen musste. Damit habe ich mir schon so ein bisschen Zeit gespart. Ja. Wir haben auch Hausschüchchen mit. Diese kleinen Lederpuschen. Ich muss mal zeigen, Elisa. Komm, ich zeige mal kurz. Was denn? Du kannst nichts sehen? Aber du weißt doch, wie die aussehen, die Püschchen. Ich liebe ja solche Lederpüschchen. Guck mal, wie süß das aussieht. Eule, eine schläft, eine ist wach. Ich glaube, damit kann man dann so ein bisschen links und rechts unterscheiden. Oder ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sieht es niedlich aus. Johann und Clara. Hier, du weißt doch, wie die Puschen aussehen. Auf jeden Fall haben ja auch Johann und Clara damals. Eule. Ja, Eule. Immer solche Puschen angehabt im Kindergarten und auch zu Hause. Mami, mittlerweile. Ja, ich pack's gerade wieder ein. Mach dir keine Sorgen, Schnüffi. Hier ist dein Rucksack. Danke. Also mittlerweile tragen sie keine Hausschuhe mehr. Nur in der Schule, wo sie es müssen, aber zu Hause nicht. Hier laufen sie gerne Sockfuß, Elisa am liebsten barfuß. Ich mag nicht barfuß. Doch, du magst auch barfuß. Bist auch immer barfuß unterwegs. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zur Eingewöhnung. Ich weiß nicht, wie lange es dort dauern wird, aber ich möchte danach etwas
Kauf, was ich mir schon lange gewünscht habe. Und zwar eine Küchenmaschine. Welche es wird, sage ich dir jetzt noch nicht. Du kannst jetzt gerne raten, welche es wird. Die zeige ich dir dann später, okay? Du möchtest raten? Ja. Okay, dann rate. Okay, ja, also ich freue mich sehr, sehr drauf. Ich habe lange überlegt und mich dann für genau diese Küchenmaschine entschieden. Die Gründe sage ich dir dann auch später. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal los. Bis gleich! Wir fahren jetzt los zur Eingewöhnung! Kindergarten-Eingewöhnung! Wir sind wieder zu Hause und jetzt werden schon Hausaufgaben gemacht. Also Johann und Clara sind auch schon wieder zurück, schon abgeholt. Und Elisa hat noch einen Bonbon im Mund. Ich habe Honigbonbon. Ein Honigbonbon, genau. Den haben wir auch auf diesem einen Markt gekauft, den ich dir erzählt habe. Also wir haben da nicht nur meine Spirale geholt, sondern aber auch leckere... Aber die Wespe sind hier drin. Oh, da ist eine Wespe drin, stimmt. Muss mal wieder aber raus. Aber Spinne auch. Warte, ich mache hier mal die Fenster auf. Spinne auch. Dann geht sie da gleich wieder raus. Alles gut. Mach mal so Fenster auf, ja? Oh, es sind ja sogar zwei. Oh ja, ja, was ist denn hier los? Naja, gut. Die gehen nicht weg. Vielleicht sind sie hinter deinem Honigbonbon her, Elisa. Das zeige ich dir gleich mal. Die sind nämlich super lecker. Also Elisa mag die total gerne. Mami, ich muss was sehen. Was musst du? Noch mehr was sehen. Mein Kindergarten, oder? Noch mehr erzählen? Elisa, aber eigentlich wollte Mami einmal kurz gucken bei Clara wegen Hausaufgaben. Ich hab Hausaufgaben gemacht. Ich habe schnelle Hausaufgaben gemacht. Du hast schon schnell Hausaufgaben gemacht? Ja, heute habe ich. Aha. Ist aber ein Top. Hast du auch bekommen heute Morgen? Stimmt, du hast ja noch gar nicht erzählt, Elisa. Wie war es denn im Kindergarten? Ich habe gespielt. Du hast gespielt, genau. Und zwar waren wir jetzt eine Stunde dort. Ich gehe turnen schon wieder. Turnen gehen wir gleich auch noch, genau. Wir haben heute wieder straffes Timing. Ich muss meine Anziehsache herbringen. Hose habe ich nicht. Kurze Hose haben wir, Elisa. Haben wir noch im Kleiderschrank, haben wir ganz viele kurze Hose und ein T-Shirt. Ich habe kein T-Shirt. Doch, haben wir im Kleiderschrank. Das machen wir gleich. Umziehen fürs Turnen. Ja, also eine Stunde war die Eingewöhnung jetzt. Also wir machen das immer stündlich wohl. Und eigentlich wäre quasi morgen wieder nur eine Stunde zusätzlich. Aber weil Elisa die Gruppe schon kennt und da ja schon öfters war, meinten sie, lief das heute so locker flockig, dass sie morgen schon direkt bis 13 Uhr bleiben kann. Also 3 Stunden sind das dann genau mit Mittagessen. Da freut sich Elisa schon. Also heute meinte sie schon, die anderen Kinder essen jetzt Mittagessen. Genau, Elisa liebt Mittagessen. Und warum sie jetzt nicht Mittagessen kann. Ich wollte einmal gucken, bei Clara, also Hausaufgaben, habe ich ja schon öfters erzählt, habe ich immer gerne einen Blick drauf. Es gibt viele Mamis, die gesagt haben, du musst doch deinen Kindern Selbstständigkeit beibringen. Ja, natürlich, das gehört auch dazu, aber ich finde es auch wichtig, die Hausaufgaben immer zu kontrollieren und einfach da zu sein, wenn sie Hilfe brauchen. Manchmal versteht man ja die Hausaufgaben einfach nicht, weil die Fragestellung zum Beispiel komisch ist oder so. Aber ich glaube, heute hat Clara nichts Schwieriges auf, sag ich jetzt mal. Aber, Teil von der Blume. Also ich muss eine Sonnenblume malen und dann muss ich hier was ausschneiden, so Wörter. Das sind die Teile von der Blume. Zwei habe ich schon mal aufgeklebt. Also ist es eine halbe Bastelarbeit. Ja. Und das kann Clara natürlich super. Da brauchst du meine Hilfe nicht. Aber gestern war zum Beispiel Hausaufgabe Uhr. Also wir haben jetzt angefangen, Uhren zu lernen. Und zwar im Matheunterricht. Und ich habe mal geguckt, vielleicht erinnerst du dich noch an diesen Vlog. Da hatte ich ja Clara das Uhrenlesen beigebracht. Und ich habe gerade mal gesucht auf YouTube. Und dieser Vlog ist 7 Monate alt. Und Clara fühlt sich jetzt auch sicher. Und ich finde das toll, dass sie das schon so gut kann mit der Uhr. Also sie konnte gestern die Hausaufgaben zum Beispiel schon ganz alleine lösen. Ich kann auch klack, klack, klack. Genau. Elisa ist dann die Nächste, an die diese Uhr vererbt wird, die das dann auch noch da dran lernen wird. Farbe machen. Genau, da kann man ganz viel verschieben, Elisa. Ja, da kannst du gucken, ja? Ich brauche ein bisschen Hilfe hier. Okay, ich komme gleich. Also da kannst du einmal gucken, ist heute Winter, ist Schnee, Elisa,
Oder blühen die Blumen, so wie im Frühling? Und Schnee. Schnee ist schon. Elisa sagt heute schon Schnee. Also Clara? Ich weiß nicht, wo es hinpasst. Ich muss es irgendwie hin tun. Blüte. Wo ist denn die Blüte, Clara? Hier oben. Genau. Muss ich es irgendwie, aber ich darf es nicht, dass es über den Strich ist. Ja, dann machst du ein bisschen rein. Ja, das ist doch ganz gut. Noch ein bisschen höher vielleicht? Ich glaube, wenn du eine Blüte so ein bisschen mit aufklebst, ist das nicht so schlimm. Ja, sehr gut. Jetzt muss ich nur noch Sonnenblume. Die Sonnenblume, ja. Ja, aber das ist ein echt langes Wort. Da oben. Oder vielleicht kannst du... Genau, hier unten. So machen. Huch. Die kann auch Fässer reiten. Elisa reitet auch mal. Ein Pferdchen. Und dann bist du schon fertig, Clara? Ja, ich muss es nur noch einen Schritt abschneiden. Gleich bringe ich noch die Kinder zur Musikschule, also Johann und Clara zur Musikschule und Elisa zum Turnen. Das ist noch meine Fahrt für heute und dann bin ich durch. Dann habe ich fertig für heute. Ich wollte dir ja noch etwas zeigen. Ich habe sie mitgenommen. Da in der Ecke steht sie, meine neue Küchenmaschine. Ich hoffe, du hast mitgeraten, was es wohl geworden ist. Ich habe nämlich auch auf Instagram Bescheid gesagt, dass ich mir eine holen möchte und habe dort nach Tipps gefragt. Also, welche es geworden ist, ist Trommelwirbel. Da, 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 da. Da ist sie, meine neue Küchenmaschine. Ich liebe es. Ich liebe ja Technik, alles an Technik, Technikspielzeug und ich liebe Haushaltsgeräte und das ist einfach so 2 in 1, Haushalt und Technik. Ich packe mit dir zusammen aus. Also, warum habe ich sie mir überhaupt gekauft? Ich möchte ja backen und die ist einfach quasi der Ersatz oder das bessere Teil als ein Handrührgerät. Du kennst ja mein Handrührgerät. Das benutze ich ja immer, wenn ich backe. Aber ich wollte etwas, das selber steht und was ich dann einfach nur noch so reinfüllen muss. Und ich muss jetzt mal selber gucken, wie das überhaupt funktioniert hier alles. Ach, guck mal. Fällt schon auseinander hier. Also ich habe jetzt die abgespeckteste Version, die es gibt, gekauft. Da gibt es ja 1 Million Maschinen erstmal. Es gibt unfassbar teure Maschinen, die nur rühren. Also ich war selbst sehr geschockt. Ich wollte ja wirklich nur einen Ersatz für mein Handrührgerät. Also das hier gibt es zum Beispiel als Aufsatz. Den werde ich bestimmt am meisten gebrauchen. Dann gibt es aber noch den Kneter. Und dann gibt es noch so einen hier. Also ich muss mal schauen, welchen ich dann wofür benutze. Auf jeden Fall war es für mich klar, dass ich jetzt kein super teures Teil brauche. Das ist jetzt die Schüssel. Die ist normal groß. Also die ist jetzt nicht sonderlich groß oder sonderlich klein. Ah, aha, 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 okay. Also von dieser Maschine auch, die ich jetzt gekauft habe, gibt es nochmal Upgrades. Also die gibt es auch nochmal in sehr viel teurer mit sehr viel mehr Zubehör. Aber das Zubehör dazu brauche ich alles nicht, weil es ist ja nicht meine einzige Küchenmaschine. Ich habe ja noch meine Preppy dahin in der Ecke stehen. Und ganz viele haben auch gesagt, Nancy, warum machst du es nicht einfach mit der Preppy, also diesen ganzen Teig? Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Also mein Brotteig habe ich ja auch mit der Preppy gemacht. Das habe ich dir auch mal gezeigt in einem Vlog. Aber ich muss sagen, die Preppy ist dafür nicht wirklich ausgelegt. Also sie kann es zwar machen, aber es ist halt blöd, weil dieses Messer und eben auch dieses Rührzeug unten ist in der Schüssel. Und dann muss ich das alles rauskratzen an Teig und dann muss ich irgendwie rum um das Messer und das ist einfach so super unpraktisch. Und hier bei solchen Geräten ist halt der Rührhaken oben, also wie bei so einem normalen Besen halt, den man benutzt. Und den kann man ja viel einfacher sauber machen, als wenn ich jetzt irgendwie da unten das Messer kratzen muss. Ja, das ist meine Begründung, weshalb ich mir dieses Schätzchen jetzt geholt habe. Sie war wirklich günstig, also das günstigste Modell, das es gibt. Aber die wurde mir auch empfohlen, ganz viel aus der Community. Und auch die liebe Doreen von Doppelmama hat sie mir empfohlen. Sie hat sie nämlich selber, also sie hat mir ja auch
alles beigebracht quasi, was mit Backen zu tun hat, an Brot. Und deswegen vertraue ich da voll und ganz ihrem Urteilsvermögen. Also ich freue mich total über das Schätzchen hier. Schreib mir mal, ob du auch eine Küchenmaschine hast, ob du eher so ein Multifunktionsgerät hast wie die Preppy oder ob du auch so eine Rührmaschine hast. Oder den Bobbelwobbel habe ich ja auch noch, genau, das ist aber quasi ein Schnellkochtopf. Also ich bin gut ausgestattet. Dich erwarten bald wieder ganz, ganz viele Backrezepte. Ich möchte nämlich wieder loslegen mit Backen. Habe ich jetzt eine Zeit lang nicht mehr gemacht, also seit China habe ich nicht mehr gebacken. Ich glaube, unser Geschmack hat sich geändert oder so seit China. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte noch nicht mal Justus mehr so, ja, das Bedürfnis nach Brot. Krass, oder? Jetzt juckt es mir in den Fingern. Jetzt habe ich das Schätzchen hier. Ich glaube, ich werde jetzt backen. Ich backe jetzt einfach ein Brot. Das geht auch rucki zucki. Ich habe nämlich noch... Welche ist es? Nicht, dass ich mich hier... Verschnuppel. Ha! Habe ich nicht mehr. Ich dachte, ich habe noch eine Fristig-Dumm-Brot-Mischung, die ich mir selbst zugemischt hatte. Oder ist das die hier? Das kommt davon, wenn man selber eine Mischung macht und dann nicht dran schreibt, dass es eine Mischung ist. Oh, muss ich gleich mal gucken, ob das diese Mischung ist. Aber ich glaube schon. Wollen wir zusammen backen? Hast du Lust? Wollen wir jetzt loslegen? Ich will es jetzt unbedingt ausprobieren. Jetzt habe ich die Maschine da. Jetzt will ich auch gucken, wie sie läuft. Dann mache ich jetzt die Schüssel einfach einmal sauber. Und dann kann es ja auch schon losgehen. Ist ja jetzt nicht viel Arbeit. Ist einfach so eine normale Rührschüssel. Nancy ist wieder im Backfieber. Viele haben das schon vermisst. Ganz viele haben schon gefragt, Nancy, backst du überhaupt noch? Ich habe jetzt wirklich nur noch so Kuchen und Muffins gebacken. Brot habe ich nicht mehr gebacken, aber heute ist es wieder soweit. Ach, guck mal, das wollte ich dir auch noch zeigen. Erinnerst du dich noch? Ich habe dir ja mal erzählt, dass mir eine Zuschauerin gesagt hat, ich soll meine geliebten Frühlingszwiebeln, die ich ja immer so viel esse und ständig nachkaufen muss, einfach mal mit der Wurzel ins Wasser legen und dann käme sie nach. Und sie kommt echt nach. Guck mal, dieses Stück hier, also da habe ich abgeschnitten komplett so. Und das Stück hier ist schon rausgewachsen. Und die wächst echt schnell nach. Kann ich nur empfehlen. Stell sie einfach ins Wasser, dann wächst sie nach. Ich habe auch schon überlegt, die einfach in mein Beet zu tun. Ich denke mal, dann wächst sie auch einfach weiter, oder? Also man schneidet dann einfach nur oben das ab, was ja auch lecker schmeckt. Und von unten wächst es immer nach. Also richtige Küchenhacks habe ich heute für dich parat. Hoffentlich ja jetzt... Knethaken, stimmt's? Mache ich den jetzt einmal sauber. Achso, da ist noch so ein Deckel drin. So einer, so ein Spritzschutz. So. Den macht man dann so, ja, so drauf. Und dann kann das nicht so rausspritzen. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich überhaupt alles da habe für das fristig dumme Brot. Also, oh, Hefe. Habe ich überhaupt Hefe da? Einmal gucken. Also ich habe ja während meiner Brotbackzeit Hefe eingefroren. Ich mal gucken, ob das noch hier irgendwo ist. Oder ob Justus wieder dachte, was ist das denn? Sieht nicht gut aus. Keine Hefe da. Und du? Oder soll ich jetzt einen Kuchen backen? Ich will jetzt irgendwas backen. Ich will diese Maschine ausprobieren. Ach, so ein Mist. Oh Mann, daran habe ich nicht gedacht, an die Hefe. Also, es wird heute auf jeden Fall gebacken. Ich habe gerade schon alle Mehlsorten abgewogen und meine eigene Mischung hergestellt. Das ist ja das Fristig-Dummbrot. Das habe ich dir ja schon mal gezeigt, das Brot, wie ich das backe. Deshalb werde ich jetzt nicht auf die Details eingehen. Also ich werde dir den Vlog gerne unten nochmal verlinken. Ich warte nämlich jetzt auf die Hefe und die bringt mein geliebter Ehemann gleich mit von der Arbeit. Ist das nicht süß? Ich habe ihn gerade nämlich angerufen und gesagt, sie wollte ja heute eigentlich Brot backen, aber mir fehlt da nur noch eine Zutat. Achso, übrigens war er der Meinung, er hätte nichts weggeschmissen. Also, wenn er das nicht weggeschmissen hat, ich weiß nicht, wahrscheinlich dachte er wirklich, was ist das Komisches? Ich habe nämlich die Hefe auch extra zerteilt, sodass ich sie blockweise habe und dann immer benutzen kann. Achso, Justus weiß ja noch nicht, dass ich mir eine neue Maschine gekauft habe.
Mal sehen, was er dazu sagt. Ich hatte schon so ein bisschen angekündigt. Aber er war der Meinung, hier stehen schon zu viele Maschinen. Mein Hefemann ist wieder da. Hefemann? Hefe, Hefe, Hefe. Hefenotfall. Hefe. Hast du noch andere Sachen gekauft, mein Schatz? Ja klar, wenn ich hier vor einkaufen gehe, gehe ich ja nicht nur Hefe kaufen. Hallo erstmal. Da ist er wieder, mein Schätzchen. So, dann gib mal her, dann kann ich direkt loslegen. Ja, hier zwischen dem Käse ist der doch. Da. Was ist das denn? Das ist eine neue Maschine, ja? Ja, neue Maschine. Und sie kann die kochen, backen, putzen? Nein, sie kann rühren. Einfach und? Nur rühren. Rühren. Aber wir haben doch so einen Mixer, oder was? Justus, guck dir später diesen Vlog an, dann weißt du, warum ich dieses... Jetzt draufdrücke, dann... Nein, das ist so mit, wie heißt das? Rührorgan. Nöppels unten. Justus, hör auf, daran rumzudrehen. Auf jeden Fall sind da Nöppels unten, dann steht da nämlich stabil. Wie heißt das? Saugknöpfe, genau. Ach, das ist jetzt ein Teigrührer. Genau, es ist ein Teigrührer. Und du brauchst keinen... Handmixer mehr, genau. Justus, guck mal, du bist so bewandert in so, den Dingen. Zeig mal, wie du damit Sahne machst. Ja, dafür gibt es ja diesen Aufsatz, mein Schatz. Oh, oh yeah. Tja. Okay, okay, gut. Gut, also ich wollte dich gar nicht reinreißen. Ich brauche das. Ich bin eine Jutta Hausfrau und da brauche ich jetzt so ein schönes Teilchen. Und das hat jetzt 1 Milliarde Euro. Nein, hat es nicht. Nein, hat es nicht. Nur das ist ein Sparfuchs-Modell. Sparfuchs? Ja, ganz viele haben mir ja teurere Modelle empfohlen, aber... Ich fange erstmal damit an. Und vielleicht wünsche ich mir mal irgendwas dann zu Weihnachten oder so. Okay, jetzt geht's los. Ich brauche Hefe. Es ist endlich da. Einen halben Würfel. Freust du dich schon auf Brot, Justus? Sag mal. Ja. Du müsstest dich doch total freuen, oder nicht? Ja, aber es dauert ja jetzt erstmal, bis das die Hefe gehebt hat. Ja, ich muss mich jetzt beeilen, sonst können wir das heute Abend gar nicht mehr zum Abendbrot genießen. Lass du mich jetzt in den Kühlschrank oder wo tue ich das hin? Auch nochmal hier. Ja, oben einfach. Im Kühlschrank. Warum wurde ich eigentlich angeschimpft? Ich habe nicht weggeschmissen. Ich glaube, das hast du selber verbraucht. Nein, also da waren ganz sicher noch ein paar Stücke. Bin mir ganz sicher, dass du die Hefe weggeschmissen hast. Die war in so einem roten Döschen, so einer Tupperdose. Justus. Fällt dir jetzt was ein? Nein, ich habe nicht sehr... Auch wenn ich jetzt lache, nein, das habe ich nicht weggeschmissen, sondern das war schon weggeschmissen. Nein, ich habe es nicht weggeschmissen. Ich habe es nicht weggeschmissen. Ist einfach so verschwunden. Nein, warum soll ich das wegschmeißen? Ja, das frage ich mich auch. Warum schmeißt du sowas weg? Wenn da irgendwas in irgendeiner Dose ist, was ich nicht verstehe. Ey, jetzt gibst du es zu. Nein, ich wollte nur sagen, was vielleicht möglicherweise ein Grund gewesen wäre, das wegzuschmeißen. Aber ich habe es ja nicht weggeschmissen, weil ich so eine Dose noch nie gesehen habe. Glaubst du ihm? Ja. Können wir ihm glauben? Ja, ich bin so vertrauenswürdig. Die Hefe habe ich jetzt schon einmal aufgelöst in lauwarmem Wasser. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Ich will mal kurz gucken, wie man das hier überhaupt... Moment. Ah, so, genau. So, warte. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Ich mache jetzt einmal die Backmischung rein. Schön nochmal kurz durch, schön durchgemischt ist. Ich möchte diesen historischen Moment aufnehmen. Moment. So. Okay, jetzt ist sie drin. Und jetzt geht es los. Das ist jetzt Stufe 3. So, ein bisschen langsamer. Das schwappt mir gerade rüber. Ach, deshalb ist der Deckel da. Habe ich das mal nicht drauf gemacht. So. Oh, guck mal, es wird schon. Ah, sieht gut aus. Jetzt mache ich doch ein bisschen schneller. Oh mein Gott. Das ist jetzt Stufe 3. Ich hoffe nicht, dass es so schnell sein muss, oder? Ich mache lieber wieder runter. Okay, ich muss noch ein bisschen ausprobieren. Aber ich habe schon Spaß dran. Guck mal, meine Hände sind nicht schmutzig. Ich habe keinen Muskelkater in der Arme. Ich muss nicht mit beiden Händen irgendwas tun, sondern die macht das einfach selber.
Ach so. Okay. Also hier steht auch so eine Beschreibung dran. Bei Knethaken soll man wohl auch nur bis Stufe 2 machen. Ups. Okay. Einfach mal lesen, Nancy. Ne? Hier, du musst lesen. Ja, aber okay, gut. Fertig, oder? Der ist durch. Der Teig ist fertig. Mache ich einmal auf. Jetzt gucken wir mal, ob es so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist jetzt alles, was da dran klebt an Teig. Das mache ich einmal kurz ab mit einem Löffel. Den habe ich eben noch benutzt, um da Salz und Zucker reinzutun. Guck mal, wie wenig Arbeit das ist. Und bei der Preppi müsste ich das untere Messer komplett sauber machen. Das war immer so eine ekelige Kratzerei. Das hat sich gelohnt. Guck mal, das ist jetzt der Teig. Tada! Ich bin zufrieden. Ich freue mich so sehr darüber. Oh Mann. Okay, ich werde jetzt das Brot fertig backen. Wie ich das backe, werde ich dir nicht zeigen, weil ich es ja schon mal gezeigt habe. Das wäre sonst langweilig. Ich zeige dir erst das Endergebnis wieder. Also wir sehen uns gleich mit frisch gebackenem, leckeren Brot. Ich hole jetzt das Brot raus. Es ist jetzt fertig. Meine Familie hat Hunger. Also, tada, das erste Brot mit meiner neuen Maschine. Die steht jetzt da. Ich glaube, das wird ihr Plätzchen. Mal gucken. Also wir werden das jetzt essen. Dieses wunderschöne, perfekte Laibbrot. Mein Backfieber ist jetzt offiziell wieder gestartet. Ich hoffe, ich kann auch dieses Mal wieder ein paar aus der Community dazu anstecken. Und ich kriege wieder viele Brotfotos, viele Kuchenfotos, viele Muffinsfotos. Ich freue mich auf jeden Fall über alles, was ich immer so bekomme. Und falls du das Brot auch nachmachst, wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal guten Appetit. Aber jetzt müssen wir in den Tisch stecken. Es ist schon ein bisschen spick geworden. Dicke Namen, Hunger. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.